Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Master and Commander, in der wir euch die einzelnen Kapitäne aus World of Warships Legends vorstellen. Heute sprechen wir über den europäischen Schlachtschiffkapitän Janko Vukovic. Wir haben hier im Hintergrund ein Spiel im Tier 4 Premium Schlachtschiff Viribus Unitis. Ein österreichisches Schiff, deshalb, oder österreich-ungarisches Schiff, deshalb liegt es mir persönlich sehr am Herzen. Es ist okayisch, würde ich mal sagen. DPM ist gut. Was es einstecken kann, ist leider weniger gut. Ja, man muss sehr, sehr vorsichtig sein mit dem Schiff. Und entsprechend haben wir Janko Vukovic auch geskillt. Nämlich, wir spielen hier einen Reload-Build. Deshalb als Inspiration Paolo Di Revel, Ladezeit der Schlachtschiff-Hauptgeschütze reduziert und Ding Ruchang, Ladezeit der Hauptbatterie reduziert. Wir möchten so viel und so oft wie möglich schießen. In einem Schlachtschiff natürlich hat man da generell relativ lange Ladezeiten, aber wir hoffen natürlich, das bestmöglich reduzieren zu können, um unsere wirklich guten Geschütze so gut wie möglich und so oft wie möglich einsetzen zu können. Janko Vukovic selbst hätte ja einen defensiven Skill, reduziert die Feuerdauer an sich sehr gut, würde sich meiner Meinung nach auch anbieten für einen Tank-Skill oder Tank-Build, Survival-Build, wie auch immer man es nennen möchte. Aber ja, dazu fehlt schlichtweg derzeit das Schiff, denn bei der Viribus Unitis kann ich noch so viel Prozent mitigieren. Ich werde trotzdem nicht lange leben. Also man muss definitiv eine vorsichtige Partie spielen, um mit dem Schiff erfolgreich zu sein. Wenn man aber dann wirklich zum Schießen kommt, seine Ziele gut wählt und dabei selbst kein leichtes Ziel abgibt, dann kann wirklich ganz, ganz Großes entstehen. Wir sehen hier eine Gangut angewinkelt, vermutlich zu gut angewinkelt für uns, und hier schon die erste Salve von, ich glaube es war die Derflinger, und gleich einmal 5000 Lebenspunkte bei uns weg. Das ist nicht ideal, aber wir haben uns revanchiert bei der Gangut und dort 5-6 abgezogen. Und sehen schon, die Nachladezeit ist absolut in Ordnung. 25 Sekunden plus minus, das ist durchaus gut. Ginge natürlich noch besser, vor allem wenn die Kapitäne entsprechend hoch gelevelt sind, lässt sich da schon einiges machen. Aber generell für eine Glaskanone wie die Viribus Unitis ist das bereits ein ganz ordentlicher Wert, mit dem man gut arbeiten kann, und man sieht es, es klappt eigentlich sehr, sehr gut. Man hat dazwischen etwas Zeit, um Geschütze auszurichten, um sich in Position zu bringen und dann wieder neu zu feuern, und dann geht's weiter. Was haben wir? Slot 1, Ladezeit der Schlachtschiff-Hauptgeschütze. Natürlich, denn wie bereits gesagt, wir wollen so oft wie möglich feuern. Dafür leider erkennen wir die Torpedos relativ spät. Hätten wir Optionen gehabt, ja, einen defensiven Skill, dann Streithammer, ja, hilft mir hier auch nicht wirklich, und den Anti-Flugzeug, Anti-Air Skill, der hilft mir hier auch nichts. Die Viribus Unitis, eines der schwächsten Schiffe, was Luftabwehr angeht. Da helfen mir einige Prozent bessere Luftabwehr auch nichts, denn ja, 20 mal 1 ist immer noch nur 20. Also das ist natürlich problematisch. Aus dem Grund aber eben haben wir uns entschieden, hier noch mehr die Ladezeit zu verringern. Wirklich eine praktische Sache, und haben hier jetzt bereits 22.000 Schaden, einen ersten Kill und das ohne Zitadelle. Also man sieht schon, das DPM für ein Tier 4 Schlachtschiff durchaus solide, würde ich jetzt mal behaupten.
versuchen hier jetzt wieder ins Spiel zu kommen. Derzeit ja habe ich Janko Vukovic nur bei der Viribus Unitis ausgewählt. Warum? Naja, zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos gibt es schlichtweg nur ein einziges europäisches Schlachtschiff. Aus dem Grund geht da nicht mehr. Irgendwelche Versuche mit ihm als Zerstörer, Kapitän oder ähnliches halte ich für nicht sinnvoll. Da passen meiner Meinung nach die Skills nicht. Er ist ein Schlachtschiffkapitän und entsprechend aufgebaut. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, da ganz großartig mit ihm herumzuprobieren. Was jedenfalls mit Sicherheit eine Option für ihn wäre, wenn es dann früher oder später einmal passende Schiffe gibt, wo auch die Panzerung entsprechend ist, dann natürlich, wie bereits gesagt, dieser Survival-Build oder Tank-Build, dem man weitere Inspirationen wählt, die ihm dabei helfen, am Leben zu bleiben. Ich denke, dass das durchaus eine Option wäre, dass das durchaus interessant sein könnte. Aber wie gesagt, man braucht dazu eben auch wirklich die entsprechenden Schiffe. Und das ist derzeit für Janko Vukovic einfach nicht gegeben. Sehen es auch hier mit jeder einzelnen Salve Schaden ohne Ende, die wir kassieren. Und ja, das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Und auch wenn ich da jetzt vielleicht nur 90% des Schadens bekommen hätte, wäre das noch immer mehr als genug gewesen. Und aus dem Grund von meiner Seite her nicht empfehlenswert, Janko derzeit als Tank auszuprobieren. Schauen wir uns an, was auf Slot 2 gewählt ist. Da gibt es zwei sehr ähnliche Varianten oder Möglichkeiten für ihn. Einerseits kreuzweise, Drehgeschwindigkeit der Geschütze verbessert, oder andererseits Stachelschwein für die Verbesserung der Reichweite der Sekundärbatterie und die Granatengruppierung der Sekundärbatterie. Ich habe mich hier für kreuzweise entschieden, um die Drehgeschwindigkeit weiter zu verbessern. Sekundär ist auch hier wieder bei der Viribus Unitis praktisch nicht existent. Es hat also keinen Sinn, hier irgendetwas zu investieren. Auf der anderen Seite, die Drehgeschwindigkeit der Geschütze, wir sehen schon, die ist ganz gut. Und ich persönlich mag es gerne, wenn meine Schiffe, die grundsätzlich schnell nachladen, auch schnelle Hauptbatterie-Drehgeschwindigkeiten haben. Denn es nützt mir nichts, wenn das Rohr geladen ist und wir schussbereit wären, aber die Batterie immer noch ausrichtet und wir deshalb nicht schießen können. Da kann ich dann gleich auf den Reload-Build verzichten oder auf etwaige Fähigkeiten, die Nachladezeit verringern, verzichten. Denn wenn ich dann ohnehin wieder diese andere Wartezeit habe, indem ich warte, bis unsere Matrosen unten mit der Handkurbel arbeiten oder so und dann erst die Batterie nachdrehen, das ist unbrauchbar aus meiner Sicht. Deshalb, wie gesagt, bin ich der Meinung, dass es ganz wichtig ist, in solchen Fällen auch wirklich die Drehgeschwindigkeit der Hauptbatterien zu verbessern. Wir sehen, da geht wirklich einiges weiter. Da ist die Viribus auch von Haus aus schon gut und wir machen sie einfach damit noch besser. Hier fahren wir jetzt auf eine Wyoming zu. Das kann ganz, ganz böse enden. Nicht ideal. In der Regel nicht sehr gut, aber Wyoming, wir sehen es, macht hier einen Kardinalsfehler, gibt uns etwas zu viel Breitseite und wir hoffen natürlich jetzt auf eine gute Salve. Nein, zu wenig Breitseite, trotzdem hätte gut sein können, aber ja, nicht perfekt. Jetzt sehen wir schon, da winkelt sie auch an, das wird ganz, ganz schwer. Also wenn sie uns nicht Breitseite gibt, dann haben wir kaum eine Chance. Aber ja, jetzt dreht sie. Und wir sind natürlich schussbereit, halten den Schuss und versuchen es nochmals. Und jetzt ist es soweit, Zitadelle.
generell eine gute oder eine schöne Granatengruppierung in der Regel auch bei der Viribus. Findet das ganz angenehm bei ihr. Also sie schießt in etwa dorthin, wo man hin möchte. Und das ist schon nicht so schlecht, vor allem auf Tier 4, wenn man das vergleicht mit anderen Schiffen. Da ist die Unitis durchaus im besseren Drittel, würde ich jetzt behaupten, was das Sigma angeht. Wir fahren hier jetzt um die Insel herum und hoffen natürlich, den Kreuzer wieder zu finden, ich glaube, es war eine Yahagi, wieder zu finden, um möglichst rasch auf sie schießen zu können. Wir wären schussbereit, aber brauchen leider noch einige Zeit. Das ist ein weiterer Nachteil des Schiffes. Die Geschwindigkeit ist super. Also da muss man wirklich aufpassen, denn schnell geht da sehr, sehr wenig. Aber dafür eben wirklich die Salven sind ordentlich. Da darf man absolut nicht meckern. Man muss eben nur schon entsprechend vorplanen, immer um hier Gas geben zu können oder bremsen zu können etc., um Torpedos auch auszuweichen. Also generell die Ruderstellzeit meiner Meinung nach gut, aber die Top-Geschwindigkeit, die Höchstgeschwindigkeit ausbaufähig, wenn nicht sogar schlecht. Was haben wir auf Slot 3? Optionen wäre gewesen Gesinnungswechsel, also eben den Granatentyp wechseln, verkürzen oder Feuerwehrmann, um die Ladezeit des Schadensbegrenzungsteams und das Risiko eines Brandes zu reduzieren. In dem Fall ja, sind wir hier mit der defensiven Variante gegangen, denn den Granatentyp müssen wir in der Viribus Unitis nicht so oft ändern und Feuerwehrmann ist doch ein recht brauchbarer Skill, der uns dann doch etwas hilft oder dabei hilft, am Leben zu bleiben. Aber ihr seht auch schon, Janko Vukovic hätte wirklich von seinen Skills her absolutes Potenzial für einen defensiven Build. Da darf man eigentlich wirklich sehr zufrieden sein. Auch was Slot 4 angeht, Mechanikermeister, Ladezeit der Reparaturmannschaft reduziert, Menge der wiederhergestellten Trefferpunkte erhöht und eine Reparaturmannschaft zusätzlich. Auch eine Option wäre hier Streckenrekord in XXL, um die Reichweite zu erhöhen. Das wäre sehr schön. Ich habe nur für mich persönlich die Erfahrung gemacht, dass mir der Mechanikermeister mehr bringt, speziell in Kombination mit dem legendären Slot, nämlich Will to Rebuild. Das ist wirklich eine ganz, ganz giftige Kombo, solange sie noch funktioniert und nicht von den Entwicklern aus dem Spiel genommen wird, spiele ich die in fast allen Schlachtschiffen, aber ist natürlich auch eine Geschmackssache. Trotzdem, wie bereits gesagt, Streckenrekord in XXL wäre auf jeden Fall eine super Alternative, denn wenn wir hier die Reichweite der Geschütze auch etwas erhöhen könnten, wir haben 14,3 Reichweite, das ist wenig, das ist auch für ein Tier 4 Schlachtschiff wenig. Wenn wir dann gegen Tier 5 Schlachtschiffe spielen, ist das verheerend. Deshalb wäre das schon wirklich, wirklich überlegenswert. Ich für meinen Teil bin eher auf der Seite oder auf der Combo Will to Rebuild plus Mechanikermeister, gefällt mir einfach sehr gut und gerade in der Viribus Unitis, wenn ich in einer Division spiele, was ich fast immer tue, dann kann ich von Will to Rebuild sehr profitieren und parallel natürlich dann weiter ordentlich Schaden machen, sofern einer meiner Divisionskameraden mich hier am Leben hält, muss man eigentlich sagen. Aus dem Grund, hier diese Entscheidung. Wenn man Streckenrekord in XXL nimmt, würde ich aber legendär auch Scherenlauf spielen, um die Drehgeschwindigkeit der Hauptbatterie auch weiter
wie heißt das, zu reduzieren. So, in der Zwischenzeit einen Kraken, der Controller ist mir aus der Hand gefallen, alles fantastisch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr überlegt euch diesen Reload-Build für Janko Vukovic, definitiv eine Option. Man sieht es hier, ich glaube, die Zahlen sprechen für sich, das war nicht schlecht. Ich wünsche euch alles Gute, bis bald und derre.